wenn ich von unten keinen Zugang habe, dann muss ich so eine Maschine einsetzen. Und das andere das heißt, ist, wenn die Maschine ist jetzt von oben nach unten, nicht von unten nach oben. Genau, aber diese Maschine geht auch von oben nach unten. Und das ist, wenn ich ein Blindschacht herstelle. Hier muss das Material von unten über den Schacht nach oben abgeführt werden. Das heißt, hier auf diesen Zwischenebenen stehen dann auch immer Menschen? Ja, genau, auf diesen Zwischenstufen, da sind die Leute und bedienen die einzelnen Bereiche. Allerdings, es gilt generell auch hier hands-off, auf der Maschine sind nicht mehr viele Menschen. Und auch wieder vor dem Hintergedanken, Leute sollen weggehalten werden vor gefährlichen Prozessen, dann können sie sich nicht verletzen oder können ja keine Unfälle entstehen. Genau. Das heißt, so weit wie möglich gilt auch hier wieder Hände weg. Ja, genau, Hände weg. Eigentlich auch wieder aus zwei Gesichtspunkten. Einmal aus wegen der Unfallgefahr und zum anderen im Bergbau, hatten wir vorhin schon gesagt, geht es auch darum, Kosten zu sparen, dass wenig Leute in der Maschine sind.